Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Tribe The Primitive Builder. Wir haben den Quest Führe das Ritual des heiligen Obsidian durch und mal sehen, was dabei jetzt auch rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit let's go. Ich guck mal ganz schnell, was brauchen wir dafür? Bei Gefahr heiliger Obsidian brauchen wir 10 Obsidianperlen und 10 Obsidianstatuen. Wie viel Obsidian habe ich noch? 40. Okay. Gucken wir mal, ob das reicht oder nicht. Wenn nicht, müssen wir noch was jagen gehen. Nochmal ganz kurz in Eco gucken, ob da alles läuft. Dann kann ich jetzt alles, was Lagerhütte 1 ist, hier oben hinschieben und habe das wieder auf einen Blick. Sehr gut. Hier können wir mal sagen, mach mal groben Messer. Ein Messer ist immer äußerst wichtig. Äußerst wichtig. So, der hier macht gerade das. Mach mal bitte auch ein Messer. Der hat gerade ein Messer gemacht und braucht jetzt Hacken. Mach mal Hacken, bitte. Okay. Sollte laufen. Erstmal ist das Wichtigste, dass man in den Dörfern die Werkzeugmacher wirklich auf die Werkzeuge ansetzt, die gerade gerade nicht vorhanden sind oder gerade sehr wenig vorhanden sind. Damit man da nicht out of Werkzeug ist. Wir können auch wieder pennen. Also ist es gerade Schlafenszeit. Du bist morgens um 6, ist okay. Achso. Ich wollte ja gucken, was ich machen kann. Obsidian. Obsidian-Statuen. Wie viel brauchen wir? 10, ne? 8 können wir herstellen. Okay, also müssen wir noch ein bisschen Obsidian besorgen. Aber ist ja kein Problem. Obsidian. Schweres Wort. Eventuell bräuchte ich noch eine Spitzhacke. Dafür brauchen wir eigentlich nur Stein. Und Stein haben wir hier. Und eine Spitzhacke zum Abbauen haben wir auch. Sehr gut. Da mache ich mir noch eine extra und dann besorgen wir uns richtig viel Obsidian. So, dass wir erstmal nicht mehr dahin müssen. Grobe Spitzhacke hier. So, ich habe jetzt sehr viel Obsidian. 200 Obsidian habe ich jetzt gefarmt. Okay. Sehr, sehr gut. Aber ich habe auch Durst und krieg langsam Damage. Das heißt, ich muss mir jetzt was zu trinken suchen. Da gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit da vorne. Oder gibt es hier auch Wasser? Nee. Sieht nicht so aus. Da vorne am Dorf, da gibt es ja diesen einen grünen Tümpel. Da schmeckt das Wasser besonders grün. Und da müssen wir uns jetzt was zu trinken holen. Oh, sieht das lecker aus. Ey, das ist ja schon fast Tee, oder? So, Obsidian-Statuen. Da. Noch 2 Stück, dann haben wir 10. Dann brauchen wir Obsidian-Perlen. Und für Obsidian-Perlen brauchen wir, glaube ich, Leder. Stimmt. Okay, da gehen wir mal ins Lederdorf, ins gelederte Dorf hier vorne. Da, in der Wüste. Da haben wir nämlich eine Jagdhütte, die macht nur das. Nur dafür zuständig, dass die Leder farmt und Knochen manchmal. Aber ich weiß nicht, auf was ich jetzt eingestellt habe, aber es kann sein, dass wir jetzt sehr viel Leder hier drin haben. 42, guck mal. Nehmen wir doch mit die 42 Leder und bauen wir uns schnell mal die Obsidian. Was machst du hier in meiner Hütte? Was machst du da? Vor allem. Hä? Machst du sauber oder machst du kaputt? Ja, okay, egal. So, Obsidian-Perlen, 10 Stück. Easy peasy. So, wir haben jetzt tatsächlich alles zusammen für heiliger Obsidian. Okay. Na, dann probieren wir es mal aus. Das rein und das rein. Oh, Cutscene. Cutscene. Oh, was ist das für ein Klotz? Was sollen wir da bauen? So eine Statue. Okay. Das sieht nach sehr viel Obsidian aus, würde ich sagen. Also ich bleibe jetzt auch in dem Dorf jetzt auch straight an der Quest, weil ich einfach bis jetzt hier noch gar kein Gebäude habe, was A, Mitarbeiter braucht und B, was zu essen. So. Theoretisch, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich
ich könnte es nur vermuten. Bei den anderen Dörfern, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Werkzeugmacher hinsetzen, da brauchen wir ja zwingend eine Verbindung zum Lager, damit der Werkzeugmacher sein Essen bekommt. Aber wenn wir jetzt gar nicht sowas haben, so ein Gebäude, was eine Verbindung zum Lager braucht, damit da jemand isst, verbrauchen wir dann Lebensmittel? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich, so schlau ist das Spiel nicht. Ja, krasse Statue, oder? Reicht doch. Jetzt sollen wir hier mit der Axt. Ne, mit dem Hammer. Mit dem Hammer? Ah, lol. Okay, ich verstehe. Wir hauen im Prinzip den überschüssigen Obsidian weg und haben dann zum Schluss nur noch die Statue. Warum geht das hier nicht weg? Ach, da oben löst es sich auf. Gut, gut, gut. Dann brauche ich nicht da hoch zu klettern. Schön. Das heißt, wenn ich das hier unten weghaue, dann ist die Statue fertig. Kann das sein? Jo. Okay, jetzt müssen wir noch so Verzierungen dran. Äste. Okay, das habe ich dabei. Das geht. Jetzt muss ich doch hochklettern. Mann. Schieferstein. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass jetzt aus jedem Dorf da irgendwas drankommt. An Ressourcen. Ton. Und Schieferstein hatten wir. Und Äste, ne? Ja. So, jetzt sollen wir mit dem Häuptling sprechen. Ey, das Ding sieht aber auch wirklich gut aus, ne? Gut. Hallo, Herr Häuptling. So, Häuptling braune Hose. Was ist unsere nächste Quest? Der Ruhm, die Verehrung, wie du die Göttlichkeit des Gottes des Feuerwerks eingefangen hast. Du hast uns Schönheit und Wunder gezeigt, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ja, danke. Nein, ich muss dir danken. Ich weiß, ich habe gesagt, das sei unmöglich, aber wenn ich die Statue des Gottes des Feuerwerks betrachte, verstehe ich, dass er dich nicht grundlos hergeschickt hat. Wenn es noch immer dein Wunsch ist, werde ich die Wellenreiterin freilassen. Okay. Ich werde mich dir nicht anschließen. Nein, mein Schicksal ist es, dem Gott des Feuerwerks zu dienen, bis seine Göttlichkeit Flammen mich in sein feuriges Leben nach dem Tod holen. Also seine göttlichen Flammen, okay, ich kann nicht lesen. Aber ich werde keinen meiner Gefolgsleute aufhalten. Sie bestimmen ihr Schicksal selbst. Nur Baumeister, vergiss nicht, dass du sie auch führen musst, wenn sie beschließen, dir zu folgen. Fertig, hau rein. So, Geilomat. Wir können die Wellenreiterin freilassen, aber ich dachte, das ist eine Göttin. Lassen wir jetzt eine Göttin frei? Finde die Wellenreiterin. Ein paar Äste einsammeln. Ich habe jetzt eben bei der Stadt ein paar Äste verbraucht. Muss wieder auf 70 Äste im Inventar kommen. Was ist hier los? Hallo? Ach, da ist jemand wirklich in einem Gefängnis eingesperrt. Okay, warum... Was ist mit deinen Schienbeinen los da? Warum sind die unter Erde, unter Stein? Bist du irgendwie buggy oder so? Aber so göttlich sieht sie gar nicht aus. Also, habe ich irgendwas überlesen oder so? Es ist gar keine Göttin, die Wellenreiterin? Du solltest nicht mit mir sprechen. Muss. Hat er? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Diese nutzlose Arbeit war so lange mein Leben. Was soll ich nur tun? Ich habe eine Idee. Es ist keine geringe Herausforderung, ein segelbares Gefährt dieser Größe zu bauen. Aber wenn wir alle Ressourcen der Insel zusammenlegen und alle mitarbeiten, vielleicht haben wir dann eine Chance. Ach so, wir bauen jetzt ein Boot. Du wirst meinen Rat zu Herzen nehmen müssen und tun, was ich dir sage. Aber mit deinen Fähigkeiten triff mich im Tal an der Kreuzung. Ich werde am Ufer auf dich warten. Zerstöre den Käfig.
Ah, okay, cool. Jetzt geht's hier raus. Okay. Sprich mit dem Wächter. Ah ja, okay, dann nutzen wir schnell mal die Schnellreise. Kein Schritt zu viel hier in dem Spiel. So, können wir hier runter? Ja, können wir. Ich guck lieber nicht vorher, nicht, dass ich nicht nochmal die... Boah, was denn hier los? Ich guck lieber vorher nochmal, nicht, dass ich in die Lava wieder reinfalle. Ey, manchmal habe ich echt... Weiß ich nicht, was da in meinem Kopf los ist, dass ich da nicht quatschen kann. Reisender, die Statue ist wunderschön, dankeschön. Hat es dir mit dem Häuptling geholfen? Na klar. Hat es ihn davon überzeugt, dass deine Absichten gut sind? Klar, Mann. Die. Wirklich? Ich werde es meinen Brüdern erzählen. Vielen Dank für den Angebot, Reisender. Ja, bedeutet, dass meine Schwester auch dort ist? Ich hoffe doch. Wird schon. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah ja. Zum Ozeantor. Na, ich gehe mal von da aus hin. Aber vorher gucken wir jetzt nochmal in die Eco rein. Nicht, dass wir jetzt irgendwie hier... So, 6 Messer haben wir. Wir brauchen aber Speere wieder. Im ersten Dorf. Zweites Dorf. Messer sehen okay aus. Wir brauchen Hacken. Ja, wir haben keine... Wir haben kein Holz für Hacken. Aber wir brauchen wieder Messer. Guck mal ganz kurz, wie viel Holz ich habe. Ja, das liefere ich mal, da liefere ich mal die... Oder? Ja doch, ich liefere die Hälfte dahin. Wir können die zumindest wieder Hacken herstellen. Wenn die genug Messer haben. Ich sammle gleich mal ein bisschen Bambus ein. In weiser Voraussicht, dass wir gleich wahrscheinlich ein Boot bauen werden. Oder zumindest den Anfang. So, jetzt habe ich erstmal genug Ressourcen und ich würde jetzt darüber gehen zum, da wo das Boot gebaut werden soll. Ein bisschen gelbes Gras können wir noch mitnehmen, ne? Na, guck mal, hier läuft sie schon rum. Aber die Quest ist, wir sollen uns am Treffpunkt mit ihr treffen. Okay, das ist da vorne. Naja, das Spiel hat gedacht, ich komme von der anderen Seite. Okay, jetzt sollen wir mit dir quatschen. Wir werden unser Schiff in diesem natürlichen Hafen bauen. Warum hier? Auf meiner Reise zu den Ufern dieser Insel habe ich erkannt, dass keiner der Götter seinen Zorn über diese Gewässer schickt. Ich nenne das ein Zeichen, vielleicht sogar ein Segen. Was es schließlich wird, bleibt abzuwarten. Wie fangen wir an? Wir können ohne Ressourcen kein Boot bauen. Ja, sehr viele Ressourcen, aber dieser Ort ist weit von unserem Verbündeten entfernt. Es könnte Monate dauern. Aber eine Idee. Oh, schließe den Bau eines Marktplatzes ab. Ah ja. Habe ich eben für den Marktplatz Ressourcen gesammelt. Aber der braucht ja nicht so viel. Das geht ja immer noch. Gelbes Gras. Und große Blätter. Ah ja, und diese komischen Körbe hier. Stimmt. Finde die Wellenreiterin. Naja, dann quatschen wir nochmal mit ihr. Hast du einen Weg gefunden, die Ressourcen schnell zu sammeln? Ja, habe ich. Ausgezeichnet, du hast alle unsere Erwartungen übertroffen, Baumeister. Lass uns keine Zeit verlieren. Geh und tu, wozu die Götter dich hergeschickt haben. Werde ich. Führe das Ritual, die Arche stützen durch. Die Arche stützen. Weihrauch und Talisman. Oh, warte mal. Weihrauch und Talisman sind doch die Ressourcen... Achso, wir sollen das an diesem Altar machen. Das sind doch die Ressourcen aus dem ersten Dorf. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir hier alles haben. Wie sehen die anderen Rituale danach aus? Göttlicher Weihrauch und Knochentalisman, das ist aus dem zweiten Dorf. Bau der Arche ausbauen und vollende die Arche. Ach so, okay, da sollen wir jetzt im Prinzip aus jedem
aus jedem Dorf, was wir haben, nochmal diese Forschungs-Items bauen und nach das erforschen, um das dann am Ende fertigzustellen. Oha, oha. Ich glaube, das wird jetzt nochmal sehr, sehr viel Ressourcen verschlingen. Also viel mehr als dieser komische Aufzug. Das wird interessant. Muss man schnell mal gucken, was ich für was, also was brauche ich denn alles, um diese Items zu bauen. So. Talisman brauche ich Äste und Ranken. Easy. Weihrauch brauche ich gelbes Gras und Kräuter. Okay. Äste, Ranken, gelbes Gras und Kräuter. Kräuter muss ich selber sammeln, haben wir hier gar nicht mehr. Und gelbes Gras auch nicht. Naja, ist egal. Dann machen wir das schnell. Stimmt, der nimmt hier alle Kräuter und macht die zu Gewürzen. Ne? Das habe ich so eingestellt. So, Talisman. Ich glaube, wir brauchen 10. Ne? Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich mache erstmal 10 von jedem. Ja. Ich verstehe noch nicht, warum wir die Items aus dem ersten Dorf auf dem Altar des zweiten Dorfs verwenden sollen. Das verstehe ich noch nicht so richtig. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Feuer. Baue den ersten Teil der Arche. Baue den ersten Teil der Arche. Na ey, dann let's go. Dann, ich will sehen, wie der erste Teil aussieht. Okay, okay. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Oben ist sehr viel mit Blättern und so. Sehe ich schon. Ah, guck mal, so ein richtiges Skelett fürs Schiff. Hier ist eine Leiter. Ah, damit wir da hochkommen wahrscheinlich. Können wir die benutzen? Ja! Oh, geil. Oh lol. Okay, okay. Also bis jetzt halten sich die Ressourcen in Grenzen, die ich dafür brauche. Immer ein Holz, ein Ranke, um so einen fetten Balken zu machen. Das ist schon sehr günstig, würde ich sagen. Baue den ersten Teil der Arche. Habe ich doch, aber sehe ich noch. Habe ich jetzt noch irgendwas Blaues hier? Nee. Nö, ich sehe erstmal nichts, was ich hier noch dran bauen muss. Ach, da vorne, doch. Das hier. 7 Ranken, okay. Verstehe. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, es geht weiter. Bambus. Ja, 6 Bambus, 6 Ranken. Okay, jetzt wird's teuer. Jetzt wird's richtig teuer. Da darf ich gleich nochmal Bambus hacken gehen. Ja, Ranken, mir fehlen Ranken. Okay. Ranken kriegen wir ja im ersten Dorf. Da haben wir ja, wenn wir zum Altar reisen, wirklich dann den Spot, sage ich mal, um Ranken zu ernten. Wo man nur ein Messer ist, funktioniert, ja. Schade, dass wir da nicht schnell reisen können hin. Aber können wir zu einem Marktplatz vielleicht schnell reisen? Nee. Können wir zu dem. Nee. Können da einfach nicht schnell reisen hin, ne? So, wir haben jetzt knapp 100 Ranken. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Aber ich werde, glaube ich, auch nochmal hier im Sandland da vorne den Bambus hacken. Weil wir brauchen auch mächtig viel Bambus, merke ich gerade.
Ist natürlich für euch immer nicht so schön, wenn ich nur farmen bin, um was zu bauen. Aber ich schneide das ja auch raus. Also ihr seht ja nicht die ganze Zeit, wie ich farme. So, es geht weiter an der Arche. Was müssen wir jetzt bauen? Ah jo, Holz, 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 ne? Ein Holz brauchen wir. Für jeden Balken nur ein Holz. Also Holz ist echt günstig. Muss ich bis jetzt sagen. Also von Holz brauchen wir nicht so viel. Okay, jetzt haben wir im Prinzip das Grundkonstrukt der Arche gebaut. Und jetzt sollen wir das Ritual Bau der Arche durchführen. Verstehe. Was brauchen wir denn dafür? Göttlicher Weihrauch und Knochentalisman. Okay. Also machen wir das in diesem Dorf hier. Ich guck mal ganz kurz nochmal. Wir müssen in die Eco reingucken. Das haben wir unterschätzt. Da Messer. Die sind nämlich out of Messer. Das ist nicht so gut. Das zweite Dorf braucht dringend Speere. Da fehlen Ranken für Speere. Mal gleich vielleicht noch welche vorbeibringen. Im dritten Dorf sieht es eigentlich okay aus. Da brauchen wir nicht so viel. Da brauchen wir eine Hacke. Unbedingt, damit die was zu essen haben. Noch ein Talisman. Machen wir jetzt 10. 10 Tonschalen. Göttlicher Weihrauch 10-mal. Okay, jetzt haben wir alles fürs zweite Ritual für die Arche. So, aktivieren und zack, zack, Feuer. Baue den zweiten Teil der Arche. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, machen wir erstmal Schluss mit diesem Teil von Tribe Primitive Builder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vergesst den Kommentar nicht. Pusht so ein bisschen den Algorithmus, pusht meine Videos. Freut mich. Support ist kein Mord. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.